los! Sie reiten durch die Berge, fahren übers Meer. Sie finden große Schätze, jagen Dieben hinterher. Zusammen geht es besser, da macht's ihnen richtig Spaß. Zusammen sind sie spitze, denn sie bewegen was. Was sind wir? Freunde und Schlagbahnfreunde. Ja, das sind wir. Was sind wir? Freunde. Die Blindos sind ein Team. Es war der erste sonnig schöne Montagnachmittag der Ferienzeit. Paul hatte sich mit seinem Playmobil-Spielzeug in der Wohnung ausgebreitet, ohne von jemandem gestört zu werden. Als seine Mutter nach Hause kam, war es mit dem Spielen jedoch schlagartig vorbei. Zuerst stolperte sie über einen Ritter im Flur, dann fielen ihr im Badezimmer beim Händewaschen ein paar Agenten ins Waschbecken. Auf dem Balkon saßen Dinosaurier in den Blumentöpfen und als sie ins Wohnzimmer kam, hielten Römer das Sofa besetzt. Pauls Mutter musste den taktischen Rückzug in ihr Schlafzimmer antreten. Doch kaum hatte sie sich ins Bett gelegt. Au, was ist das? Paul, kommst du mal bitte? Ja, was ist denn? Kannst du mir erklären, was dein Piratenschiff in meinem Bett zu suchen hat? Das ist doch kein Bett, Mama. Das ist die Insel Santa Materna. Und das Schiff liegt gerade vor Anker. Oh, Paul, die ganze Wohnung ist voll von deinem Spielzeug. Das geht so nicht. Aber ich habe doch Ferien und... Nein, du hast zu viel Spielzeug. Ich will, dass du alles wegräumst. Und zwar jetzt gleich. Aber ich brauche den Platz für die verschiedenen Welten. Oder stellst du die alten Ägypter zusammen mit dem Raumschiff auf? Das geht nicht. Stimmt. Du hast einfach zu viel von allem. Am besten, du trennst dich von einem Set. Was? Ja, das schafft Platz in den Regalen und so kann alles hübsch in deinem Zimmer bleiben. Nein, nein, auf keinen Fall. Ich räume gleich alles weg, ehrlich. Genau so machen wir das, Paul. Ein bisschen weniger Besitz kann auch befreien. Aber... Du bestimmst das Set, das wir aussortieren. Das kommt dann in den Keller oder zu deiner Cousine Carlotta. Mama, bitte. Ich will alle behalten. Schluss damit. Du wirst dich ja wohl noch von einem trennen können. Nur wer sich von Altem trennt, junger Mann, ist bereit für Neues. Nein. Außerdem weiß ich nicht, welches. Tja, dann lass doch den Zufall entscheiden. Oder denk dir was aus. Oh, ich muss jetzt jedenfalls Mittagsschlaf machen. Menno, das gibt's doch nicht. Und mach bitte die Tür zu. Paul! Paul war echt sauer. Wie hätte er seiner Mutter erklären sollen, dass ihm jede Spielzeugwelt gleich wichtig war und dass er außerdem zusammen mit seinen Playmos in diese Welten reisen konnte? Die Playmos? Das waren Pauls Lieblingsfiguren. Der Freche mit den Wuschelhaaren hieß Emil, der Kräftige mit dem gemütlichen Grinsen hieß Sam und der Name des Mädchens mit den blonden Haaren war Liv. Der bunte Papagei mit Namen Captain Tolle musste auch immer mit dabei sein. Das Besondere an den Playmos war, dass sie lebendig werden konnten und manchmal durfte Paul sie bei ihren Abenteuern begleiten. Nachdem er alle Sets zusammengesucht und in seinem Zimmer aufgestellt hatte, überlegte er, was zu tun war. Welche Welt sollte er aufgeben? Eine ganze Weile saß er einfach nur da. Zu einer Entscheidung konnte er sich aber nicht durchringen. Schließlich holte er mehrere Würfel und Würfelbecher. Sollte doch der Zufall entscheiden. Okay, das war der letzte. Und welchen Becher drehe ich zuerst um? Ach Mann. Playmos? Hey, Playmos, ihr müsst mir helfen. Hallo, Paul. Hey, was gibt's denn? Was guckst du denn so bedröppelt aus der Wäsche? Meine Mutter wieder. Ich muss eins meiner Sets aussortieren. Wirklich? Wieso denn? Keine Ahnung. Sie meint, ich hab zu viele. Wenn ich da so rüberschiele... Hast du wirklich viele Spiele? Ja, ich weiß, Captain Tolle. Aber welches nimmst du denn jetzt? Das wird der Zufall entscheiden. Ich habe für jedes Set gewürfelt und den Würfelbecher reingestellt. Jetzt muss ich die Becher nur noch umdrehen und nachsehen.
Und dann? Die Welt mit der kleinsten Augenzahl verliert. Die gebe ich dann weg. Es gibt da nur ein Problem. Welches denn? Ich habe keine Lust nachzusehen. Dann mach es doch einfach nicht. Das hilft uns auch nicht weiter, Sam. Wir können uns ja jede Welt nochmal zusammen anschauen. Vielleicht kommen wir dann auf eine Entscheidung. Okay, gute Idee. Gut, fangen wir ganz links bei den Piraten an. Stellt euch mal vor, unser Captain Barbarossa würde für immer verschwinden. Das wäre gemein. Selbst Barbarossa hätte das nicht verdient. Gut, dann weiter zu den... Paul, kommst du mal eben? Aber ich bin noch nicht so weit. Mit dem Aussuchen. Was? Ach so, ja. Das kannst du auch später machen. Wartet kurz. Ich bin gleich wieder da. Was ist denn, Mama? Oh, Leute, das ist eine ernste Sache. Ich finde, wir können das nicht zulassen. Was? Oh, hast du, hirnloser Hungerhornochse, denn nicht zugehört? Doch, die Welt mit der kleinsten Zahl fliegt raus. Genau. Das heißt, wir müssen jede Welt retten. Und ich weiß auch schon wie. Schieß los, Emil. Wir drehen jeden Würfel auf die 6. Dann ist klar, dass alle gleich wichtig sind. Cooler Plan. Genial einfach. Und geschummelt. Ja, manchmal muss man eben schummeln, Liv, um anderen zu helfen. Seid ihr dabei? Das ist doch keine Frage. Und klar, dass ich ja sage. Auf jeden Fall. Logisch. Was sind wir? Freunde. Ich kann euch nicht hören. Wir sind unschlagbare Freunde.